das klassische Fernsehen, so wie wir es bisher kennen, vermischt sich immer mehr mit dem Web-TV. Also neue technische Entwicklungen ermöglichen es nun, Internetinhalte über Breitband auf dem heimischen Fernseher im Wohnzimmer zu empfangen. Das Fernsehen spielt sich also nicht mehr nur in den klassischen statischen Sendern ab, sondern wird zum großen Teil im Video on Demand konsumiert, was natürlich auch den Web-TV-Produzenten, aber auch der Industrie völlig neue Möglichkeiten bietet. Also wir nehmen hier mit unserem Sender Artig Now die Unternehmen an der Hand und führen sie mit dem Wandel der TV-Landschaft zum Zuschauer und damit natürlich auch zum Kunden. Man kann aber TV-Angelegenheiten wie zum Beispiel die normalen TV-Formate nicht ins Internet übertragen, weil das da einfach nicht funktioniert, weil die Zuschauer andere Ansprüche an die jeweiligen Medienformate haben. Und darum muss man fürs Internet oder jetzt speziell für YouTube oder Google TV spezielle Formate produzieren, die sich anders aufbauen als die normalen TV-Inhalte. Abgesehen davon, dass der Zuschauer natürlich individuell seine Sachen sich aussuchen kann im Web-TV, wird hier viel mehr hinter die Fassade geguckt. Ich glaube, der Mensch ist mittlerweile überladen vom Fernsehen. Und er möchte das Echte auch mal erkennen zwischendurch. Und ich glaube, dass man im Web-TV hier viel mehr Möglichkeiten hat, hinter die Fassaden zu blicken, als im Fernsehen, wo tagtäglich einfach nur noch präsentiert wird und einem etwas vorgesetzt wird, ob man es essen will oder nicht. Die Zuschauer wollen einfach wieder authentischere Menschen sehen, authentische Leute eben. Das ist genau das, was im Fernsehen halt ziemlich verloren geht. Das ist halt alles sehr, sehr gekünstelt, zusammengecastet und alles. Und das will man einfach auf Dauer einfach auch nicht mehr sehen. Also man möchte dann schon, wenn dann, ja, das Ganze authentisch und real haben. Die Leute sind einfach über soziale Netzwerke wie Facebook und so weiter, ja, miteinander verknüpft. Und dadurch werden sich natürlich auch Inhalte aus dem Internet und natürlich auch aus dem Web-TV über soziale Netzwerke auch am schnellsten verbreiten. Die Industrie reagiert mittlerweile auf den Wechsel der TV-Landschaft, macht sich allerdings alleine auf den Weg, setzt hohe finanzielle Mittel ein, aber mit geringem Erfolg. Unternehmen, die sich im Kanal Artig platzieren, haben folgende Vorteile. A, sie finden ein medienkonformes Umfeld. Es ist ein Sender mit verschiedenen Formaten, aber medienkonform. Ein weiterer Vorteil ist, die Unternehmen werden auf eine hohe Reichweite stoßen, auf eine hohe Abonnentenzahl stoßen und können dort in diesem Sender ihre Produkte, Services oder Dienstleistungen präsentieren. Neue Übertragungstechniken und multimediale Endgeräte wie Tablets, Smartphones oder Smart-TVs verändern das Fernsehverhalten der Zuschauer mit hoher Geschwindigkeit. Wie selbstverständlich schauen sich täglich bereits viele Millionen Menschen ausgewählte Film- und Fernsehausschnitte, Musikvideos oder selbstgedrehte Filme über das Internetportal YouTube an. Mit einem weltweiten Marktanteil von 44% aller Videoabfragen und über 1 Billion Aufrufe im Jahr 2011 ist der Marktführer YouTube bestens positioniert. Führende Fernsehgerätehersteller haben bereits auf diesen anhaltenden Trend reagiert und eine neue Gerätegeneration unter der Bezeichnung Smart TV entwickelt.
Diese Geräte sind seit 2011 auf dem Markt und bieten neben einer digitalen Empfangseinheit zu Satellit oder Kabel auch die Möglichkeit, über das Internet gewünschte Filme zu jeder Zeit abzurufen. Vor diesem Hintergrund startete die weltweit größte Videoplattform im Oktober 2012 unter der Bezeichnung Google TV eine neue Offensive. Insgesamt 60 eigene Kanäle sollen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA zu verschiedenen Themen wie Gesundheit, Wellness, Sport, Musik, Kochen, Mode, Technik oder Comedy über die Plattform laufen. Zugunsten dieser etablierten Video-Internet-Präsenz geht inzwischen bereits der Fernsehkonsum merklich zurück. Diese Veränderungen sind insbesondere auch bei vielen größeren Unternehmen und deren Marken inzwischen spürbar angekommen. Nach eigenen Aussagen von Unternehmenssprechern ist die Zielgruppe von 16- bis 45-Jährigen über das klassische Fernsehen nicht mehr wie gewohnt zu erreichen. Als Folge präsentieren sich nun immer mehr Unternehmen mit verschiedenen Inhalten auf YouTube, aber nur mit geringem Erfolg. Vor diesem Hintergrund geht jetzt Frame Kitchen Films mit einem neuen Geschäftskonzept in die Offensive und startet im April 2013 den interaktiven Web-TV-Sender Artig Now. Mit den 7 Formaten Artig Talk, Artig on Tour, Artig Short Films, Artig Sports, Artig Hot Stuff, Artig Backstage und Artig Branded Entertain veröffentlicht Frame Kitchen Films eigene und medienkonforme Inhalte. Über diese Formate bietet Artig Now wiederum interessierten Unternehmen verschiedenste Möglichkeiten, sich mit ausgewählten Werbebotschaften, Product Placements, Imagefilmen, Produktinformationen, Produktaktionen, Couponings oder Services in diesem ansprechenden und attraktiven Umfeld professionell zu präsentieren. Die stimmige Einbindung eines Unternehmens in das Sendekonzept beträgt im Monat 8.500 Euro. Die Anzahl der Unternehmen ist im Jahr 2013 auf 9 Teilnehmer begrenzt. Der Sender Artig Now versteht sich dabei als kundenorientierter Dienstleister von Unternehmen, begleitet diese erfolgreich auf ihrem Weg in die weltgrößte Videoplattform und berät zudem bei der medienkonformen und zielgerechten Ansprache der entsprechenden Zielpersonen. Interaktives Internetfernsehen mit seinen zahlreichen Varianten befindet sich stark auf dem Vormarsch und wird das stationäre Fernsehen auch im Bereich Werbung zunehmend in Bedrängnis bringen. Mediaplaner werden sich in Zukunft immer öfter für YouTube anstatt für ARD, ZDF, RTL oder ProSieben entscheiden. Um rasch hohe Abruf- und Abonnentenzahlen zu generieren, wird sich der Sender nicht nur darauf beschränken, andersartigen und spannenden Content zu liefern. Vielmehr wird das Unternehmen mit erfahrenen Social-Media-Experten gleich zu Beginn über 250.000 potenzielle Abonnenten zum Angebot von Artig Now informieren, zudem intensiv in sozialen Netzwerken werben und gezielte Videopromotions durchführen.